Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, ich habe James auf Twitter gefunden. Und James ist kein normaler James, sondern James hilft Leuten dabei, ihre Bilder mit Photoshop zu bearbeiten. Hier zum Beispiel hat die liebe Vivian ihn gefragt, ob er ihren Ex aus dem Foto raus photoshoppen kann. Hier seht ihr das Foto eingeblendet, also die stehen da so Arm in Arm mit so einem Kleid und er hat das auch gemacht. Und hat so getan, als wäre sie mit dem Busch zusammen. Das hier ist das nächste witzige Foto. Und zwar hat der Marc ihn gefragt, ey, kannst du irgendwas mit meiner Hand machen? Meine linke Hand sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Mach das mal so, dass ich irgendwas halten würde oder so. Und er hat einfach die Krawatte länger gemacht und die Caption ist auch stark. I tied my best. Der Joke hätte auch von mir kommen können. Hier fragt ein Mädel den lieben James, ob er nicht sie und ihren Freund ein bisschen näher zusammen machen könnte, weil die Dame, die das Foto gemacht hat, wohl unbedingt diesen Baum in der Mitte draufkriegen wollte. Warum auch immer. Und das hat er auch gemacht. Die stecken jetzt nämlich beide zusammen im gleichen T-Shirt. Hier fragt Katie, ob James das Ganze nicht ein bisschen interessanter gestalten könnte. Sie steht da nämlich einfach auf einer Veranda mit einem roten Kleid und er tut so, als wäre sie in der Stier-Arena und wird so rotes Tuch halten. Hier wird James von einem Franzosen gefragt, ob er nicht in den Hintergrund bei diesem schönen Urlaubsfoto mit dem Meer und dem Himmel so ein bisschen Gewitter und einen Blitz machen kann. Und das tut er auch. Allerdings wurden die beiden halt vom Blitz getroffen. Hier hat Rebecca den James angeschrieben und hat gesagt, ey, die Füße von meinem Freund sehen bei diesem Strandfoto irgendwie voll lang aus. Kannst du die nicht ein bisschen kleiner machen? Und er macht im Gegenzug die Füße von der Rebecca einfach deutlich größer. Ich meine, das sind schon Quadratlatschen. Isabella stört es bei diesem Foto, dass ihre Haare im Gesicht von ihrem Freund hängen. Und James hat eine ganz einfache Lösung. Würde ich genauso posten. Das Mädchen, das James dieses Foto zugeschickt hat, meint, dass sie ein bisschen clumsy aussieht mit diesem komischen Getränk da vorne dran, auch mit diesem komischen Strohhalm. Und James macht das einfach so, als wäre das umgefallen. Und ich schwöre euch, ich glaube, jeder von euch, der sich mit Photoshop auskennt, weiß, wie geisteskrank viel Arbeit in jedem einzelnen Bild steckt. Kelsey hat geheiratet. Und auf dem Hochzeitsfoto, was wirklich so das beschissenste Hochzeitsfoto ist, das ich hier gesehen habe, steht sie auch noch hinter einer Stange. Also ich weiß nicht, was sich die Person, die das Foto gemacht hat, dabei gedacht hat. Allerdings will Kelsey natürlich, dass die Stange wegkommt. Deswegen lässt James das ganze Zelt einkrachen. Arian war in Hamburg unterwegs, schreibt er mit dazu hier in meiner City. Und hat ein Foto gemacht mit einer Statue, die allerdings nackt war. Und da die Mutter von Arian ein bisschen gläubig und religiös ist, will er das seiner Mutter so nicht zeigen. Deswegen hat er gesagt, James, kannst du bitte das machen, dass die Statue nicht mehr nackt ist, sondern vielleicht ein bisschen was anhat oder so. Und das hat er auch gemacht. Allerdings ist Arian jetzt halt nackt. Kelly wollte hier ein schönes Homecoming-Foto machen. Und dafür hat sich das Mädel extra in so ein Greenscreen-Studio gestellt, so getan, als würde sie so einen grünen Umhang umarmen, damit das halt gefotoshoppt werden kann zu dem Baum. Und James hat, glaube ich, die falsche Person ausgeschnitten. Bei diesem Foto hier stört es das Mädchen, dass keine Masken getragen werden. Wegen Corona und so meinte sie, hey, es macht vielleicht Sinn, dass wir beide Masken tragen, wir sind draußen unterwegs, bla bla, es war während der Quarantänezeit und James hat den Masken verpasst. Hier wird James von der Rockband namens Formosa angeschrieben und zwar sehen die sich selbst irgendwie nicht so hart in diesem Foto und sie wollen so ein bisschen mehr Metal-mäßig looken. Hey, ich bin Luca, ich war ein halbes Jahr in Australien, ich kann kein Deutsch mehr. Auf jeden Fall wollen die ein bisschen mehr in so eine Metal-Richtung aussehen und Metall ist für James dann auch direkt das richtige Stichwort gewesen. Einfach eine Ritterrüstung an. Tim hat sich hier auf diesem Foto schön schick gemacht, sich ein Hemd angezogen, einen Sakko drüber gelegt und gelächelt. Da sein Hemd allerdings sehr, sehr grell ist, hat er gesagt, dass seine Zähne dementsprechend voll gelb wirken und ob James das nicht verändern könnte. Das hat er getan. Die Zähne hat er strahlend hell gemacht und sein Hemd hat er einfach durch nichts ersetzt. Hier beschwert sich eine Person darüber, dass die Sonne in ihrem Gesicht stand und James meinte einfach nur, no more sun for you. Ich weiß nicht, wie man auf diese Idee kommt, ne? Vor allem denkt man halt, wenn man sein bearbeitetes Foto sieht, dass er einfach gegoogelt hat, ja, Schneemann oder irgendwie so. Allerdings, seht ihr ja schon, ich habe das jetzt mal ganz leicht
überblenden lassen, dass er wirklich dieses Hauptfoto von dem Mädel genommen hat. Also da steckt wirklich so geisteskrank viel Arbeit drin und alle möglichen Leute, ich habe ja letztens ein Video zu dieser Face-App gemacht, die denken, dass das voll schnell geht, so Sachen zu bearbeiten. So, die Face-App ist geisteskrank, was das angeht. Klar, du kannst sagen, deine Nase wird kleiner, das macht die innerhalb von ein paar Sekunden, aber das ist schwierig mit Photoshop. Und erst recht, wenn es um sowas geht. Da meinte der Typ nämlich, namens Lukas, ey, ich will ein bisschen gefährlicher aussehen. Und James hat ihm Socken und Sandalen gefotoshoppt. Hier hat Sean gesagt, dass er das nicht cool findet, dass die Stadt im Hintergrund nicht im Fokus ist. Ist aber natürlich logisch, wenn man ein Foto macht, dass nur eine Sache richtig fokussiert werden kann. Deswegen hat James die Stadt dann fokussiert, aber James nicht mehr. Hier wurde James von einer Frau kontaktiert, die gesagt hat, ey James, im Hintergrund sitzt ein Typ, kannst du den vielleicht ein bisschen glücklicher aussehen machen? Und das hat er auch getan. Er hat nämlich die Gesichter einfach getauscht. Talia hat James dieses Foto hier geschickt und gesagt, ey, kannst du vielleicht diese Stange, an der ich mich festhalte, dieses Geländer aus dem Bild raus photoshoppen? Sieht irgendwie ein bisschen weird aus. Und James hat es durch eine Gießkanne ersetzt. Und sie gießt den Beton vor ihren Füßen. Dieses Foto hier hat Marie James geschickt und gesagt, ey, kannst du nicht im Hintergrund einen Wasserfall machen und alles vielleicht so ein bisschen grüner, weil das Foto ist wahrscheinlich im Herbst entstanden, da waren die Blätter nicht so richtig an den Bäumen und James hat sowohl einen Wasserfall als auch was Grünes ins Bild gemacht. Brinley hat ihren Geburtstag gefeiert und ein Foto von sich machen lassen, typisch girly, mit zwei Zahlen, dementsprechend wie alt sie geworden ist. Und sie war zu blöd, schreibt sie hier selbst, die 1 richtig zu halten. Deswegen hat sie gefragt, ey James, kannst du das nicht irgendwie fixen? Und James hat das getan. Er hat nämlich eine 71 gemacht und sie extrem alt bearbeitet. Pilar beschwert sich hier bei James, dass ihr Freund immer das gleiche Calvin Klein T-Shirt trägt. Und ob er das nicht irgendwie verändern könnte. Und das hat er getan. Er hat das Shirt aufgerissen und revealed, dass der Freund von Tyler anscheinend ein Calvin Klein Tattoo sogar auf der Brust hat. Hier wird James von einer Familie kontaktiert, mit der Bitte, ihr Weihnachtsfoto aus einer bisschen anderen Richtung zu machen, weil das ein bisschen zu weit von unten war und die sind nicht so ganz zufrieden damit. Deswegen, ja, sagt, glaube ich, schon alles. Bei diesem Foto hier hat David den James kontaktiert und gesagt, ey, das ist das einzige Foto, was wir im Urlaub gemacht haben. Allerdings stand da Darth Vader zwischen uns. Kannst du das so machen, dass nur meine Freundin und ich zu sehen sind? Und das hat James auch getan. Und hier beim letzten Foto wurde James von Anastasia kontaktiert. Und zwar hat sie gesagt, ey, kannst du bitte die Nüsse entfernen? Und auch das hat er getan. Denn der Freund von Anastasia hat jetzt keine Nüsse mehr. An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr weitere Videos auf meinem Kanal nicht verpassen wollt. FJamie013 ist selbstverständlich oben in der Beschreibung verlinkt. Schaut dort gerne mal vorbei und ich... schneid jetzt dieses Video.